Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Immer noch mit unserer liebreizenden Edna. In der letzten Folge haben wir den Lüfter freigesetzt, ihn ausschalten lassen vom netten Wärter und gehen jetzt zum Lüfter. Nehmen ihn raus. Ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit Harvey. Und... Ja. Und er ist raus. So, na denn, gehen wir mal zum Schacht. Ich würde sagen, sehr eng. War das zensieren Diese müssen. Edna ist ein zäher Brocken, Holger. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Gut, das werden wir auch in Angriff nehmen. Doch hören wir erstmal Poki dazu, was er dazu zu sagen hat. Bitteschön. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlsen Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Gut, dann kommen wir da rein. Benutzen. Zu. War ja klar. Super, dann wieder zurück. Hier zum Gitter. Knusper. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Das stimmt, lieber Edna. Und rein ins Büro. Ja, wie man sich so ein Büro eben vorstellt, ne? Ansehen. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Na, das wird doch bestimmt der Sohn sein. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Gucken wir uns mal den Kamin an. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Pokale. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Tontauben basteln. Das Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Können wir das nehmen? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Schade aber auch. Benutzen den Schrank. Ah, der geht schon mal auf. Ansehen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Mal die Lampe angucken. Ein Schreibtisch. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ein Kugelschreiber. Ja. Mal den wenigstens nehmen. Ah, sehr schön. Ein Poloschläger. Ein Meisterstück. Benutzen. Dafür müsste ich ihn erst einmal nehmen. Umständlich.
Es gibt nicht umsonst 4 Befehle im Interface, Harvey. Das mag wohl wahr sein, dann nehmen wir uns den. Ein Poloschläger. Sehr schön, haben wir den Poloschläger jetzt auch. Noch was nehmen wir mal, Poki. Viel Spaß. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Sehr sogar. Jetzt hatten wir noch eine Tür. Aus Fenster gucken. Geht es? Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Können wir das Fenster öffnen? Es ist verschlossen. Na klar, was auch sonst. Dann gehen wir mal zur Tür. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen, ich muss auf Toilette und habe mich verlaufen. Ich gehe geheime Psy-Kräfte. Dieser Minigolfwächter hat mich freigelassen. Meine Stoffhase hat mich in die Vergangenheit erzählt. Dieser Minigolfwächter hat mich freigelassen. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel, er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ich will aber nicht. Willst du wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Ha, niemals. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Kriegen wir den jetzt irgendwie überredet? Reden? Hey, Hulgor! Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Willst du wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Hier von außen, ich muss auf Toilette. Das geht ja für euch einen Fuzzi an. Ich hatte Hilfe von außen. Ich hatte Hilfe von außen? Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Niemals! Was weißt du über meinen Vater? Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Na, wen hat er denn getötet? Das ist... Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ich will sofort mit Dr. Marcel sprechen. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Schön. Jetzt würde sich der Ventilator wahrscheinlich gut machen, ihn vom Kopf zu schmeißen. Den Kugelschreiber. Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Super, den Poloschläger. Ach, super. Ja, was machen wir mit dem jetzt? Die Splinter Cell einfach nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ah, aber wohin okay. Mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Super. Und zu. Zubachen? Sehr schön, eingesperrt. Gut, na dann gehen wir halt jetzt durch die Tür.
Gut, wir sind im Flur auf dem Dachboden, so wie es aussieht. Eine besonders rankige Ranunkel. Okay. Wir hören mal Poki. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie! Na, dann probieren wir doch mal den Poloschläger auf die Blume. Hoppla! Absicht! Psst! Randale! Gehe zur Tür, gehe zur Flur. Der sieht aber nicht nett aus. Ich denke, der wird uns da wohl nicht einfach so durchlassen. Wir gehen mal zurück. Gehen wir zur Tür. Eine Rumpelkammer. Schön. Ansehen. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas! Okay. Da gibt's nichts zu sehen. Die Bowlingkugel. Die erinnert mich an Hulgur. Wahrscheinlich genauso hohl. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Ja, dann mach's eben nicht. Ne? Ansehen, Kegel. Die sind unvollständig. Ja, sehr schön. Ein Haufen weißer Kittel. Kannst du einen nehmen? Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ach so. Eine Alf-Puppe. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Kann man die nehmen? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Gut, dann mag sie eben nicht. Ein Gehirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? Okay. Können wir mit dem reden? Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Kennst du einen Weg hier raus? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Gut, an der Treppe vorbeikomme. Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Aber du und dein kombinatorisches Geschick können ihn sicher leicht abschütteln. Das war jetzt nicht so hilfreich. Ich glaube, kennst du einen Weg hier raus? Irgendwie schwachsinnig, weil er eh nur auf dem Dachboden rumgammelt. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Dann wäre er, glaube ich, auch nicht mehr hier drinne. Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Okay, Bobo, das sprechende Gehirn. Du kannst sprechen. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Gut, dann verabschieden wir uns von Bobo. Und in der nächsten Aufnahme... In der nächsten Aufnahme werden wir Poki noch einmal hören. Und dann viel Spaß. Tschüss.